Chefkoch Mario kredenzt auch heute wieder einen deliziösen Part Super Mario Odyssey. Willkommen zurück, liebe Abonnenten, hier im Schlemmerland, wo wir gerade dabei sind, einen sicheren Weg nach oben zu finden. Ich glaube aber, dass wir uns lieber als Hothead fortbewegen sollten, denn ansonsten verbrennen wir uns ganz doll die Finger und dann können wir nichts mehr kochen, was sehr schade wäre. Ich glaube, so kommt man dann am ehesten da noch hoch. Jo, aber es gab da weiter drüben ja auch noch einen Weg, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Bin ich ganz sicher. Naja, egal. Ah, passt schon. Das ist der Ort, den ich gesucht hatte. Ja, okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Hier wollte ich nämlich rauf. Da müssen wir jetzt auch rauf. Aber warte mal. Hier diese ganzen kleinen Plattformen da. Haben die irgendwas zu bedeuten? Denke eher nicht. Keine von ihnen glänzt. Was ja immer so ein Indiz dafür war, dass man mit Hilfe einer Stampfattacke etwas finden kann. Aber okay. Wenn das diesmal nicht so ist, dann nichts wie weiter. Oben werden wir auch schon von den Pfannenbros erwartet. Ja, richtig gehört, Pfannenbros. Die schmeißen mit Pfannen nach uns, statt mit Hämmern oder Feuerbällen. Ja, ist denen wahrscheinlich auf Dauer ein bisschen zu langweilig geworden. Deswegen greifen sie jetzt zu Pfannen. Warum nicht? Habe ich euch auch schon mal in der Preview gezeigt. Jetzt wird es gleich witzig. Aber vorher gucke ich mir mal diesen Berg hier genauer an. Ich höre nämlich was glitzern. Die muss irgendwo ein Mond sein. Ja, da oben sind sogar Möhren. Alter. Das heißt, ich muss die rüberbringen zur Kochstelle. Nur wie? Wie soll das denn möglich sein? Ach, warte. Hier müssen wir als Pfannenbro hin, weil mit denen können wir nämlich den Käse zerstören. Das klingt so, ja, wie eine Straftat fast schon. Leckerer Käse, einfach zertrümmern. Aber das müssen wir leider machen, das ist unsere Aufgabe. Und was willst du mir sagen? Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben. Brauche ich auch. Um unserem Schlemmereintopf den letzten Pfiff zu verleihen. Ah, ihr wisst, was lecker ist. Kein Eintopf ohne Fleisch. So ist es. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es mariniert ist? Ganz einfach. Wir legen es in Salz ein, bevor wir es zum Gericht hinzufügen. Das verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Pfiff. Köstlich. Ja, wenn es nicht zu viel Salz ist. Weil ich habe so das Gefühl, ihr kocht generell mit ein bisschen zu viel Salz. Muss nicht stimmen, aber so viel wie da überall rumliegt in der Welt, kann man schon auf die Idee kommen, dass die es ein bisschen übertreiben. Schüttel zweimal hintereinander zum Werfen und Angreifen. Zweimal hintereinander? Ach so. Ja, der meint einfach nur diesen Ausrasterwurf. Schauen wir uns am besten erst. Oh, Entschuldigung, Gumma. Schauen wir uns erstmal hier dieses geheime Areal an. Es ist sogar eine Huttür? Okay. Ich hatte jetzt mehr mit einer Röhre gerechnet, die mich darauf bringt. Aber okay. Wahrscheinlich kommen wir letztlich trotzdem darauf, aber müssen erstmal durch diesen Challenge-Raum hier durch, wo es vermutlich wieder zwei Monde für uns gibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Pfannenbro mein Feind ist oder ob ich ihn absorbieren muss. Ja, doch, ich denke. Ja, wir müssen ihn wahrscheinlich absorbieren. Und den geheimen Mond habe ich auch schon gesehen. Denke ich zumindest. Wir müssen. Oh, aber der springt so ekelhaft. Ja, wir müssen uns hier eine Treppe bauen. Das wird nicht leicht. Das ist so mega schwer, den auszurichten. Ja, schon eher. Alter. Okay, gut. Sehr gut. Es hat geklappt. Es hat geklappt, weil hier hinter habe ich was gesehen. Und meine Augen haben mich ausnahmsweise mal nicht betrogen. Hoch auf die Käsefelsen nennt sich der Mond. Und den sacken wir natürlich auch ein. So, jetzt einfach alles zerstören, weil irgendwo müssen ja noch die Minimonde sein.
Weiß aber nicht, ob sie sich hier auf dem Berg befinden oder ob der Geheimmund exklusiv ist. Was wollten ihr Stachis jetzt? Hau ab! Oh, 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 oh. Voll ausrasten! Ja. Ah, da haben wir einen. Ach so, der wird auch gleich eingesammelt. Sehr gut. Ach, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Die befinden sich auf diesen Plattformen hier, ne? Oder? Aber wie schmeiße ich denn genau? Moment, ich glaube, mit Y zu schmeißen ist ein bisschen genauer. Ja, doch. Ich empfehle jedem, es nicht mit Bewegungssteuerung zu machen. Mit Y ist viel einfacher und genauer. Habe ich auch erst jetzt gecheckt. Aber ist so, ja. Na, wo sind denn die letzten zwei? Hä? Wo seid ihr? Zeigt euch! Okay, Entschuldigung. Ach, da hinten, oder? Mhm. Wo ist jetzt der letzte? Also doch da hinten, bei dem geheimen Mond. Oh. Wo ist denn der Scheiß? Hä? Also viele Möglichkeiten gibt's jetzt wirklich nicht mehr. Jetzt passt diese Trollmusik auch so wunderbar. Jetzt ernsthaft, wo ist der Kackmond? Das kann doch nicht sein. What the heck? Bin ich bescheuert? Das gibt's doch nicht. Wo ist der? Aber er kann sich ja auch nicht in der Lava befinden. Ich werd doch hier verarscht. Haben die vergessen, den einzuprogrammieren? Aber jetzt nicht da oben in dem einen scheiß Drecksblock da, oder? ETF! Der fehlt einfach! Das ist ein Joke. Oder kommt der erst, wenn ich jedes einzelne Käsestück beseitigt habe? Hinten im Eck? Jetzt mal ganz im Ernst. Wo zum Fick ist er? Mann! Man trifft doch auch kaum. Die haben den nicht einprogrammiert. Erzähl mir nichts. Was zum... Wow. Ihr scheiß Schweine! Oh, Nintendo, ey. Was soll das? Oh, Mann. Alter. Was war das denn hier? Vor allem, die ganze Chose bringt mich jetzt... trotzdem nicht darauf, auf den Gipfel, wo ich ja eigentlich hin wollte, oder? Nee. Und wie mache ich das dann? Da vorne ist noch so eine Huttür. Hier geht's ja voll ab, was Huttüren angeht. Ich kann auch keinen Gumba-Turm machen, also jedenfalls keinen relevanten. Keine Ahnung, Mann.
Ich habe leider keine Ahnung, wie man da raufkommt. Vielleicht finden wir es später raus. Kümmern wir uns lieber um den Hauptmond. Der ist um die Ecke. Und eigentlich auch einfach zu bekommen. Ich will mal wissen, ob sie hier noch irgendwas versteckt haben. Wie wir ja gerade gemerkt haben, muss man sehr gründlich sein. Und das war keine dumme Entscheidung. Da befinden sich lila Coins in den Käsestücken. Ja, dann sollten wir lieber alles entfernen, wa? Aber das ist schon ein bisschen nervig. Weil, auch wenn ihr euch jetzt fragt, so, warum hüpft der Typ denn so rum? Bleibt doch mal ruhig. Es geht nicht anders. Der hüpft von alleine. Der bewegt sich automatisch so. Ich kann es nicht ändern. Und ich denke, wir sollten alles haben, oder? Du hau ab da. Mit der Pfanne erschlagen. Das ist ja wie in so einem richtig brutalen, eskalierten Beziehungsstreit. Okay, ich glaube, das reicht. Cappy, erledige du den Rest. Oh Mann, also Käse kann ich jetzt keinen mehr sehen, du. Ihr habt es geschafft, Nintendo. Ich esse nie wieder Käse. Den könnt ihr behalten. Mann, Mann, Mann. So, was kommt jetzt? Kommt jetzt schon diese Fleischmission, oder was? Wahrscheinlich, weil es ist ja auch ganz in der Nähe. Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Ja, das sieht mir nach der Finalmission aus. Da oben ist ja sogar ein Multimond. Okay. Könnte sein, dass dieser Bosskampf ein bisschen anders strukturiert ist. Wenn es denn überhaupt so ein Bosskampf ist. Ich denke eher, dass das so eine Ausweichgeschichte sein wird. Also, dass wir da durch den Kochtopf jagen und er uns irgendwie mit Gemüse abschießt oder so. Keine Ahnung. So ein Captain Toad-ähnlicher Bosskampf könnte das sein. Und was ist das? Ist das eine Fackel? Das sieht für mich wie eine Fackel aus. Moment. Bestimmt. Ja. Und wir kriegen den Mond, verbrennen allerdings auch gerade. Mario ist anscheinend zu hot. Das macht ihm gar nichts aus. Alles klar. Krasser Boy, der Typ. Alter, was es hier noch alles zu sehen gibt. Also die Welt ist wirklich groß. Und sie macht Spaß. Bisher ist es auch die, ja, wenn man so sagen kann, schwierigste. Also ich habe dennoch keine Probleme, aber man merkt schon, dass man hier ein bisschen mehr struggelt. Ich habe keine Probleme, ja, nachdem ich ewig nach dem Mond gesucht habe. Nach dem Minimond. Aber ich meinte jetzt eher so grundsätzlich von der Schwierigkeit her. Da hatten wir halt einfach Pech, ne? Ein Bild. Alter, sind die Gerüchte wahr? Ernsthaft? Weil ich habe nämlich mal was gesehen von Peach's Castle und so, dass man das bereisen kann. Ist das etwa echt eine Welt? Ich dachte, das ist gefotoshoppt. Weil ich konzentriere mich ja wirklich nach wie vor darauf, nicht gespoilert zu werden. Oh, tatsächlich, Alter. Was für ein schöner Ort. Was stand da? Pilzkönigreich? Ist das eine ganze Welt? Nein. Oder? Also zumindest ist es noch nicht... Warte. Es steht zwar noch nicht in meiner Liste drin, aber es gibt eine eigene große Map und eine Broschüre. Und Münzen im Super Mario 64 Stil. Ernsthaft? Nice. Warte. Aber ja, ich will mich jetzt auch nicht zu krass spoilern. Yoshis Haus? Nein, echt jetzt? Yoshi, wo bist du?
Weil ich habe schon die ganze Zeit Angst gehabt, dass es Yoshi in dem Spiel nicht gibt. Aber anscheinend ist er ja dann doch hier irgendwo. Den Baum? Ich höre auch einen Mond irgendwo. What the fuck? Sterne? Warte. Als ob. Ja, also das ist jetzt aber wirklich Nostalgie-Overload, oder? Sogar mit dem Mario 64 Sound. Really? Wow, shit. Ich bin direkt in diesen Ofen gefallen. Hey, das erinnert mich... Warte mal. Ach, Powermonde können auch sternförmig sein. Na dann. Ja, geil. Aber dieser Ofen erinnert mich total an Super Mario World. Aber Yoshi ist nicht hier. Warum? Ist das vielleicht so eine Notiz von ihm? Ja. Hallo, ich bin leider nicht zu Hause. Befinde mich gerade im Pilzpalast. Hoffe, du brauchst meine Hilfe gerade nicht, Yoshi. Doch, brauche ich! Also Yoshi ist auch spielbar, oder was? Ich kann mich da aber nicht rüber cheaten, oder? Weil ich hätte jetzt so krass Bock, diese Welt zu erkunden. Aber Leute, wie geil ist das? Es sieht zwar nicht so aus wie in Mario 64 und auch das Castle hat sich ein bisschen verändert, aber ja. Um ehrlich zu sein, hat sich Peach's Castle und die Umgebung in so gut wie jedem Spiel verändert, von daher ist das nichts Neues. Könnte das vielleicht sogar die nächste Welt sein, nach dem Schlemmerland? Aber ich komme da nicht rüber, ne? Auch wenn ich es versuche mit dem Hutsprung. Ich versuch's aber. Ich bin jetzt ein bisschen gehypt. Ich habe eigentlich gedacht, dass das alles Bullshit ist. Nee, da ist eine unsichtbare Wand. Das geht nicht. Okay. Ja. Das verhindern sie. Weil so manche Sachen bekomme ich ja doch mit, auch wenn ich wirklich sämtliche Wörter gemutet habe auf Twitter und alles. Ich habe da schon was zu gesehen, aber es kursiert halt auch so viel Scheiße im Internet. Deswegen habe ich das nicht ernst genommen. Aber das war ja echt so... Pilzkönigreich. Und es gibt Sterne. Junge. Geiler geht's doch nicht mehr, oder? Ich hoffe wirklich, das ist die nächste Welt. Ich bin jetzt so heftig gehypt auf die. Naja, gut. An die Münzen komme ich jetzt aber nicht mehr ran. Ach, Moment, da ist ja sogar so ein Ausguckpunkt. Habe ich gar nicht gesehen. Sieht schon ein bisschen anders aus, aber hochmodern. Finde ich cool. Und da sind die Münzen. Die sollen im Super Mario 64-Stil sein, ja? Eine Huttür. Ein richtig geiler Schlossgartenbrunnen. Oh, diese Pilze, die sehen einfach aus wie Super Mario Bros. Und was haben wir denn hier? Ein Baum mit Tanuki-Schwanz aus Super Mario 3D-Land. Ja, okay, komm. Ich übertreibe nicht. Nicht so viel spoilern. Sonst ist es dann nicht mehr so geil, wenn wir da hinkommen. Ich muss mich jetzt selbst beherrschen, dass ich mich nicht zu heftig spoilere, aber... Calm down, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ich glaube, ich habe schon zu viel gesehen. Aber jetzt ist die Vorfreude wenigstens krass. Was eine mega Überraschung. Geilomat. Ja, also mit dem Spiel haut Nintendo schon heftig auf die Kacke, ne? Und es soll ja so einige Überraschungen im Postgame geben. Eventuell ist das ja sogar eine Welt, die erst nach dem Final Boss freigeschaltet wird. Stimmt, vielleicht erst eine Welt, die an Super Mario 64 angelehnt ist und dann Sunshine, also Isla Delfino. Wie heftig wäre das? Dann gibt es eine 100 von 100 Wertung, ey. Okay, ich muss wieder ein bisschen runterkommen. Geil! Auch das gab einen Mond. Dafür, dass wir alle Unebenheiten bereinigt haben. Alle Risse sind repariert. Nice. Dich habe ich vorhin gar nicht gesehen. Was machst du hier? Vielen Dank dafür. Achso, der hätte einen Hinweis gegeben. Okay. Und diese... Warte mal. Ah, ne. Diese Röhre. 2D-Sektion. Oder was? Yes! Diese Paprika irritiert voll, aber die kann uns eigentlich nichts tun. Die Hammerbrüder aber schon. Ja, Mann, die sind genauso gefährlich wie in Super Mario Bros. Sind, was die alten Spiele angeht, meine Hassgegner. Also wirklich, nix ist schlimmer als Hammerbruder. Okay, abgesehen von Lava.
Könnt ihr euch noch an diese ganzen zahlreichen Castles erinnern mit diesen Hotheads? Oh, war das eklig. Vor allem in The Lost Levels. Jetzt kommt es sogar von der Decke. So Mario Galaxy-like. Aber geschafft. Warte, ich glaube, da geht's noch weiter. Kann das sein? Ach nee, das ist der Ausgang. Okay, gut. Na, schön. Oh yes, das Game wird immer besser und besser! Trotzdem muss ich mich jetzt wieder auf diese Welt konzentrieren hier. Und da oben ist tatsächlich ein Mond, ne? Aber ich habe keinen Schimmer, wie man da raufkommen soll, verdammt. Das geht ja auch mit einem Tricksprung nicht. Ah, hier sind noch Noten. Und was ist da vorne? Oder hat das vielleicht mit den Noten zu tun? Nein. Ja gut, die sind ja kein Problem. Ich finde es aber übrigens sehr schade, dass die Noten keine bekannten Mario-Tracks mehr abspielen. Weil, ja, früher war das eigentlich immer gang und gäbe, ne? In Mario Galaxy, Mario 3D Land und vielleicht sogar in 3D World, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, hat immer ein bekannter Mario Bros. Track gespielt, als man die Noten eingesammelt hat. Aber hier in Odyssey irgendwie nicht. Why the fuck? Die bauen doch sonst 1000 Easter Eggs ein. Warum das jetzt gerade nicht? Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also an der Stelle mal eine kleine Kritik. Gibt ja nicht viel zu kritisieren, aber das ist jetzt dann, denke ich, schon ein bisschen schade. So, und hier haben wir eine weitere Challenge, die wir allerdings ohne Cappy bestreiten müssen. Und das sieht schwer aus. Ja, das ist dann wohl das erste Mario Sunshine Challenge Level. Ah, das bewegt sich auch! Als ob ich dazwischen gefallen bin, Junge. Fuck this shit, Alter. Na gut, nochmal. Und diesmal mit mehr Skill, bitte. Aber auch hier wird es wieder einen geheimen Mond geben, ne? Wo ist der denn? Was? Noten sammeln? Hä? Denn wie soll ich denn. Wie soll ich die an der Seite bekommen? Ach so, hier. Nee. Hä? Ah, warte, warte. Einfach dranhängen. Wahrscheinlich, ne? Oder so stehen, dann geht's wohl auch. Okay. Ja, aber eigentlich hätte man es, glaube ich, durch Dranhängen machen sollen. Schlecht programmiert, Nintendo. Man kommt auch im Stehen daran. Okay, dann haben wir zumindest einen Mond schon mal eingesackt. Notenjagd, Drehwurm. Oh ja, aber echt so, hey. Verdammt, da kommt noch so viel. Oh no. Aber das ist jetzt auch der erste Challenge-Raum, wo Failen, glaube ich, echt okay ist. Ich finde es witzig, dass das hier... Leader-Coins! Nein! Das auch noch? Ich weiß noch nicht mal, ob ich welche verpasst habe, Junge. Wie hart asozial ist das? Okay. Mein zweiter Versuch war deutlich besser als der erste, möchte ich mal behaupten wollen. Aber bitte, bitte, lass da keine lila Coins mehr sein. Die können ja im Prinzip eigentlich auf jeder Seite stecken, ne? Aber ich glaube, wir haben alles. Mehr davon! Mehr davon! Das war wirklich der erste Raum, der so richtig Fail-Potenzial hatte. Hat mich zwar nur einmal erwischt, aber ich hatte auch ein bisschen Glück gegen Ende, muss ich zugeben. Und was ich noch sagen wollte, die Blöcke waren angeordnet wie so Fleischspieße, ne? Auch ein nettes Detail. Sehr geil. Doch, also die Welt ist definitiv die schwierigste von allen und wir sind noch längst nicht durch. In der nächsten Folge geht's weiter. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald.